Die Corona-Krise belastet uns alle sehr, aber sie belastet nicht nur die Menschen in Deutschland, sie belastet auch die Menschen auf der ganzen Welt. Alle müssen jetzt zusammenstehen, zusammenpacken und sich auch an die Vorgaben halten, die uns bei uns die Regierung gegeben hat. Wir müssen enger zusammenrücken und uns werden die Augen geöffnet. Und wenn heute die Menschen davon sprechen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als den Wiederbeginn der Fußballsaison schon zu terminieren, dann sage ich, nein, es gibt tausend andere wichtigere Sachen. Die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, ja, und auch alle Menschen, die für uns jeden Tag da sind, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, die Feuerwehrleute, die Menschen beim DRK, die Polizistinnen und Polizisten und nicht zuletzt auch die Verkäuferinnen und Verkäufer, die sich dann noch manchmal anmachen und anschimpfen lassen müssen in den Geschäften. Das sind die wichtigen Spieler und Spielerinnen in unserer heutigen Zeit. Mir reicht es nicht, wenn die Bundestagsmitglieder aufstehen und klatschen 20 Sekunden und wollen damit ihren Dank abstatten an die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger. Sondern? Da muss mehr kommen, da muss einfach überlegt werden, wie können wir diesen Beruf attraktiv machen. Und einen Beruf macht man nur attraktiv durch das Arbeitsumfeld, sind wir wieder bei den Hilfsmitteln, die fehlen, und durch das Gehalt. Das ist einfach so, der Mensch muss für seine Arbeit, für seine gute Arbeit auch einen guten Lohn bekommen.